Im Sommer der perfekte Salat zum Abkühlen. Wie? Das zeige ich euch jetzt. Als erstes kocht ihr 10 Eier im Varoma 20 Minuten Stufe 1. In der Zeit dann habt ihr Zeit für Tomaten in dünne Scheiben zu schneiden. Zuerst entfernt ihr den Stiel. Und dann kommt die ganze Tomate hier in die Mandoline mit rein. Das geht nämlich viel, viel schneller. Also gerade für ganz viele Tomaten oder für wenn du ganz viele machen möchtest, geht das ratzfatz. Reinschneiden, zack, zack, zack. Geht auch mit Pommes. Weiter geht's jetzt mit den Tomaten. Hier steht jetzt drauf, 1 Kilo Ochsenherztomaten in dünne Scheiben schneiden. Habe ich ja gerade gemacht. Ihr müsst doch nicht unbedingt Ochsenherztomaten nehmen. Ich habe jetzt ganz normale Tomaten genommen und es stand jetzt drin, dass man bis auf 10 Scheiben alles vierteln soll. Ich lasse es jetzt ein bisschen, also alle jetzt in Scheiben, weil wir mögen es ganz gerne auch jetzt in Scheiben. Wer das nicht möchte und sich auch die Schneiderei gespart hat, könnte auch alternativ die Tomaten in grobe Stücke schneiden, gibt sie in den Thermomix und dann Stufe 4. Weiter geht es dann halt auch mit, dass die Eier rausgeholt sind. Die Eier sind jetzt komplett alle draußen. Jetzt kommt der 400 Gramm Schinken, gekocht in Stücken, hier rein. Auch da könnt ihr zum Beispiel die Scheiben in Rollen stecken und steckt die alle hier so schön rein. Ist auch ein ganz gutes Ergebnis. Das hier geht auch, wer schnell schneiden möchte, das geht auch. 3 Sekunden, jetzt Stufe 5 zerkleinern. So, manchmal kommt es vor, dass sich da ein paar Scheiben jetzt hier an den Rand verirren. Dann könnt ihr natürlich mit dem Spatel nochmal runterschieben und das Ganze mal ganz kurz nochmal wiederholen. Weiter geht es jetzt hier zerkleinerten Schinken umfüllen. Seht ihr, wie schön klein das hier geworden ist? Alternativ für die, die keinen Thermix haben, ihr könnt es natürlich auch mit der Hand zerkleinern. Aber es dauert. Und lass mich kurz überlegen, würde ich das machen? Nö, ich habe doch einen Thermix. Nee, aber das ist da viel schneller. Auch jetzt hier der Eisbergsalat. 200 Gramm in Stücken. Schneide den einfach nur zweimal durch. Diese groben Stücke kommen jetzt hier rein. Wie viel habe ich jetzt hier? Ach komm, tu mal ganz rein. Zwar ein bisschen mehr, aber macht nichts. Das sind jetzt 300 Gramm, aber was soll ich mit dem Rest? Weiter. 4 Sekunden Stufe 4. Boah, geil. 4 Sekunden Stufe 4. Wollt ihr gucken? Cool, gell? Also wer das in 4 Sekunden mit dem Messer schafft, alle Achtung. So, jetzt kommen noch Schmand und Crème fraîche kommen hier rein. Da stand zwar Mixtopf spülen, aber im Dressing dürfen ruhig ein paar grüne Reste drin sein. Jetzt kam noch 300 Gramm Schmand dazu, 300 Gramm Crème fraîche, Salz, Pfeffer, Knoblauch granuliert, Paprika rosenscharf und dann wurde das Ganze gemischt. Ich habe noch ein paar Tropfen Zitronensaft dazu gegeben und das ist jetzt die Schmandmischung. Als nächstes habt ihr dann natürlich, dass ihr die gekochten Eier in Scheiben schneidet und dann in einer großen Glasschüssel die ganzen Zutaten schön miteinander schichtet. So, die Schalen, damit können wir gleich auch den Thermomix noch mit sauber machen. Und zwar gebt ihr gleich die Schalen in den Thermomix mit rein. Ich zeige euch das ganz genaue Rezept, zeige ich euch auch gleich. Und dann wird euer Thermomix wieder blitzeblank. So, jetzt die Eier in Scheiben schneiden. Und dann seid ihr schon gleich fertig. So, und jetzt gebt ihr abwechselnd Tomaten, dann Schinken, Eisbergsalat und Eier, schichtet ihr schön hin, gibt auch das Dressing noch dazu und dann macht ihr nochmal die gleiche Schicht. Tomaten, Eisbergsalat, Schinken und dann die Eier. Hallöchen, wenn ihr einen wunderbar leckeren Sommersalat möchtet, dann seid ihr bei diesem Video voll auf der richtigen Seite. Schaut es euch an und zwar ist das jetzt hier ein Schichtsalat und ihr seht schon, das ist ein Rezept. Das sind 2 Schüsseln voll, eine mittlere und eine hohe Schüssel als Schichtsalat. Ganz schnell gemacht. Gut, die Eier müssen jetzt 20 Minuten kochen, aber ansonsten ist der Salat einfach, schnell und sehr schmackhaft.
Ja, wir lassen uns jetzt die Salate schmecken, diese köstlichen Sommersalate. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen hoch und abonniert meinen Kanal, damit ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid.